Ja, meine Identität ist ja Wahnsinn. Wir alle so. Herr Landtagspräsident, Bezirksamstetten, ein lachendes und ein weinendes Auge. Was sagen Sie zu dem Ergebnis in Amstetten? Naja, ich habe ein lachendes und ein weinendes, es stimmt. Das Ergebnis im Land oder der Trend, der sich im Land abzeichnet mit ca. 51%, ist höchst erfreulich. Wir werden die Klarheit und die absolute Mehrheit der Volkspartei Niederösterreich und die Abel Broll damit absichern. Das war das erklärte Wahlziel, das ist erreicht. Das ist positiv, das ist toll und das freut mich auch sehr. Das weinende Auge ist, dass wir mit einem Verlust im Bezirk Amstetten prozentuell auch das dritte Grundmandat, das wir letztes Mal vor 5 Jahren gewonnen haben, leider wieder verlieren. Das heißt, der Bezirk Amstetten wird von den 3 Grundmandaten aufgrund der heutigen Wahl eines abgeben, haben nur mehr 2 und das ist das weinende Auge des heutigen Tages. Und was sagen Sie zum Grillo, zum österreichischen Grillo, Frank Strong? Also, ich habe ihm nicht so viele Stimmen zugetraut. Ich habe ihn wesentlich schwächer im Ergebnis eingeschätzt, weil ich mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die haben das eher ins Lächerliche gezogen. Und weil es mir auch ein wenig Sorge bereitet, dass ich ein wenig das Gefühl habe, man hat sich hier viele Stimmen im wahrsten Sinne des Wortes teuer gekauft. Und das besorgt mich ein wenig, weil Demokratie soll etwas mit Menschen zu tun haben, soll etwas mit Botschaften zu tun haben, soll auch mit Leistung und Arbeit zu tun haben. Da ist noch keine Leistung, da ist noch keine Arbeit. Wir haben durch einige Prozent einen Mann gewählt, wo ich mir genau anschaue und sehen möchte, wo ist er jetzt in dieser Periode, die nächsten 5 Jahre, was tut er für Niederösterreich, was tun die 9%, was tut er für die 9% Wählerinnen und Wähler im Bezirk Amstetten. Ich bin gespannt auf diese Projekte, ich bin gespannt auf die Arbeit. Ich orte es ein wenig als Protestsammelbewegung, die sich, das ist jetzt meine Ansicht, heute in absehbarer Zeit wieder zerbröseln wird. Und dann wird jemand anderer aufstehen und die Protestwähler einsammeln. Mir tut es ein wenig leid, dass so viel Protestpotenzial da ist. Dem muss man auch auf den Grund gehen. Warum ist so viel Potenzial da, das Protest sucht? Auch das hat Gründe. Und das wird unsere Aufgabe sein, dieses Protestpotenzial zu vermindern. Ansonsten gehe ich nicht davon aus, dass Frank Stronach im Land Niederösterreich großartig irgendwie Haxen ausreißt oder sonst irgendwas Großartiges tut. Ich befürchte, dass sie sich wieder zurückziehen. Ich bedanke mich, Herr Präsident, für die ersten Statements. Sehr, sehr gerne. Dankeschön.